willkommen bei mir in der Küche. Heute wird es quick and easy. Ich zeige euch heute meine Lieblings-Kichererbsen-Tortillas. Ein wunderbares Gericht, sehr lecker. Und ja, wir legen los. Das sind unsere Zutaten heute. Wir brauchen auf jeden Fall Kichererbsen, eine reife Avocado und Tortilla Wraps. Da gibt es kleine und große. Ich habe heute die etwas größeren genommen. Auf jeden Fall brauchen wir Paprika und ihr braucht auf jeden Fall noch Salz, Pfeffer und Chili, etwas Olivenöl, etwas Sahne und natürlich Schalotten, ein Hauch Limette und das war's soweit. Und jetzt legen wir los. Und fast hätte ich es vergessen, natürlich auch Salat, weil Salat schmeckt einfach frisch und ist knackig und ohne Salat ist es, finde ich, irgendwie halb so lecker. Also Salat mit reintun und ich glaube, jetzt haben wir es und los geht's. Oder Mais oder Lauch oder was euch sonst noch so gefällt. Leert euren Kühlschrank, denn in Wraps kann man einfach alles reintun, was einem schmeckt. So, und jetzt braten wir die Zwiebeln an. Schnell gehen muss oder man zwischendurch etwas zu essen zaubern möchte und man hat gar nicht viel Zeit. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder zum Wednesday Friends Day. Ich beantworte eure Fragen also. Bis morgen. Tschüss.